Hi Leute, heute wollte ich euch mal ein kleines besonderes Replay zeigen. Und zwar geht es um das Thema, wie man als Med und als Light gut zusammenspielen kann. Ja, ich bin ja mit Ben und mit Bruce in einem Zug und mein Brokettochen. Jo, schauen wir mal, was wir geschissen bekommen haben. Ich gehe mal auf meine Kamera. Am Anfang war natürlich viel Verkehr. Mir geht es vor allem zu zeigen, dass der Brochetto momentan so ziemlich mein Lieblingspanzer ist. Das war, glaube ich, ein Panzerass. Das war nicht nur, glaube ich, sondern es war ein Panzerass, die Runde. Und ja, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mit dem Light gut zusammengearbeitet. Mit dem Light, das war der Bruce. Und da sieht man einfach mal schön, wie ein Med und ein Light, wenn sie gut miteinander kooperieren, gut ein Spiel reißen können. Ich hoffe, ich schreie nicht zu sehr. Ja, Küste, genau. Auf der Küstekarte, wenn du vom Süden startest, sollte man nicht so weit vorfahren. Ben isoliert sich leider ziemlich vom Team. Das ist immer, wenn da zu wenig Panzer vorfahren, bin ich immer sehr vorsichtig. Da kommen auch schon der Emil, die IS-3, Skoda. Alles rot da oben. Und da ist einfach wichtig, nicht vorzupreschen wie ein Wahnsinniger. Sondern versuchen von hinten Damage zu machen. Haben noch versucht zu helfen. Aber eben, man darf auf dieser Karte einfach nicht vorfahren, wenn man nur zu zweit ist. Hier die IS-3, die nehmen wir noch raus hier. Macht einen großen Fehler. Ben nimmt schön raus. Wunderbar. Der Bruce ist noch in der Base. Haben noch ein bisschen überlegt, was er machen soll. Aber da ist Ben draußen. Und dann kommt die rote Armada. Unser Skoda versucht noch ein bisschen abzuhauen. Aber es reicht ihm, glaube ich, auch nicht mehr. Eben. Wenn das so viele Panzer sind, mit zwei, drei Panzern brauchst du da gar nicht vorfahren in der Regel. Jetzt heißt es einfach erstmal Kanonen rausnehmen. Ganz wichtig. Wie gefällt euch eigentlich meinen neuen... Wow! Hä? Meine neue Fahne auf dem Panzer? Schön, ne? Gibt's. Kostet aber Geld. Aber hat mir gefallen. Jetzt ziehe ich mich einfach zurück. Bruce hält sich auch noch sehr zurück. Da gibt's auch nichts zu spotten. Jetzt ist rausgenommen, jetzt heißt es einfach Kanonen rausnehmen. Und die HP schonen. Bisschen bedeckt halten und auf die Gelegenheit warten. Das ist Brogetto Gameplay. Und dann wie Nadelstiche vorfahren. Kleine Nadelstiche setzen, genau. Da kassiere ich auch schon. Da hätte ich vorher zurückfahren sollen. Aber habt ihr jetzt gesehen? Machen wir Pause. Wenn ich jetzt vorgefahren wäre, hätten sie mich sofort rausgenommen. Die waren genau hier auf die Stelle eingehen. Wissen alle genau, dass ich da stehe. Also es ist immer wichtig, hier wieder ein bisschen zurückzufahren, nachzuladen, auf seine Gelegenheit warten, ein, zwei Schüsse drücken und dann wieder zurückziehen. Den Brogetto nicht ganz leer machen. Das musste ich mir auch erst aneignen. Das habe ich jetzt so langsam drauf. Ich setze immer meistens zwei Schüsse, es sei denn, ich kann sich sehr in den HP, wenn es jetzt ein Skoda ist. Ich kann ihn mit drei Schüssen rausnehmen, ohne dann, dass ich beim dritten Schuss kassiere. Dann haue ich alle drei raus. Aber eben die Nachladezeit ist dann extrem lange. Und da ist es einfach den letzten Schuss drin lassen. Und schneller nachladen. Ja, also mal ganz schön zurückziehen. 4 zu 4, knappe Kiste. Ich war mir da nicht ganz sicher. Ich gehe mal auf mich. Da habe ich wieder nachgeladen. Und auf die Gelegenheit warten. Und einfach Kanonen rausnehmen. Die sind voll in der Überzahl, die 2er-3er-Linie. Das eigentliche Spiel fängt erst später an. Da habe ich mich auch strategisch wichtig zurückgezogen dann. Der Scorpion kriegt, glaube ich, noch zwei, ja. Weil ich wusste,
Jump auf die Minimap. Ich habe hier Support. Wenn ich jetzt einen auf Held mache und hier vorpresche, bin ich erstens mal ganz schnell tot. Oh, dann habe ich nicht reingekriegt. Ah, warte mal. Dann bin ich so hochgefahren, glaube ich, ne? Ja. Und tschüss. Nächste Kanone draußen. Dann ist es einfach besser, man bleibt hier stehen, spottet die Burschen hier, damit die TDs wirken können. Also seid kein falscher Held. Helden leben meistens nicht lange. Wartet auf eure Gelegenheit. Und macht euren Job einfach. Ich spotte hier einfach nur für die TDs. Nehme ab und zu eine Kanone raus. Heißt der EBR. Wenn du so einen Jodeljochen halt noch im Spiel hast, dann wird es schwierig. Dann kann der eigene Light, der Bruce hat einen T92, kann da eigentlich gar nicht viel machen. Das heißt einfach nur für den, sagen wir mal, für den konventionellen Light, als der Skoda. Ein drückt bei mir, glaube ich. Nee, doch nicht. Einfach bedeckt halten. Warten, bis Jodeljochen tot ist. Dann kann die eigentliche Arbeit beginnen. Von einem konventionellen Light. Da hat er sich verpisst. Und da haben wir überlegt, was machen wir? Wir haben dann gesagt, wir drehen jetzt erstmal um. Weil... Ach Mensch, ich liebe Pause machen. Hier steht eine Su. Der T-34 steht hier irgendwo. Da mit den Jodeljochen, der wahrscheinlich zwei Schüsse in die Seite kloppt. Also hier wieder vorzupreschen, keine gute Idee. Also haben wir gesagt, wir fahren jetzt erstmal zurück. Und jetzt, so langsam, fängt das eigentliche Game erst an. Das andere war einfach nur versucht, schlau zu spielen, nicht sofort drauf zu gehen da oben, weil wir gnadenlos in der Unterzahl waren. Und da kommt Jodeljochen. Er hat gedacht, jetzt reicht's, Burschi. War ein bisschen arg frech. Dafür kassiert er, glaube ich, eine. Ja. Noch eine. Jawohl. Das hat er nicht nochmal gemacht. Das war mir dann auch egal, dass ich einen Schuss fange, obwohl die Aktion war nicht so dolle. Jetzt habe ich riesiges Glück. Der Löwe bounced an mir. Gut, Jodeljochen hatte, glaube ich, die Schnauze voll. Bruce war immer in meiner Nähe. Das war schön. Gell, Bruce? Nein. Wir haben einfach gut zusammengespielt. Jetzt habe ich gesagt, komm, wir fahren auf die andere Flanke. Ja. Ich hatte so ein... Klingt jetzt blöd, aber es ist ein bisschen Erfahrung, die man dann hat. Ich hatte das Gefühl, dass der EBR einfach auf der 1er 2er jetzt kommt. Weil was will der EBR hier reißen? Hier stehen die ganzen dicken Kanonen. Schwierig. Ist nur ein Gefühl gewesen und ihr werdet sehen, das war richtig. Bin da extra ganz hinten lang gefahren. Ihr müsst den Brocchetto behandeln wie eine Tomate. Ganz sanft. Immer schön Acht geben, dass er euch nicht runterplumpst und kein Schüsschen abkriegt. Und immer auf eure Gelegenheit warten und einen guten Leitfahrer in einem Team haben. Ich muss sagen, Bruce, du hast echt einen coolen Job gemacht. Habe ich kurz überlegt. Aber ich hatte im Urin, dass der da oben kommt. Ganz ehrlich. Da ist Bruce dann mitgekommen, glaube ich, oder? Ja. Gehen wir wieder auf mich. Habe ich gewartet. Immer warten, bis der Teammate aufrückt. Da war er. Wusste ich's. Und tschüss. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Er wollte jetzt die Zweier runterfahren. Ich sag gut, okay. Jetzt fährt der Light vor. Versucht aufzumachen. Super Job von Bruce. Da hat Bruce eine Panikattacke bekommen. Schade, dass wir keinen Sound haben. Leute, die ihn kennen, die wissen, wie sich das anhört. Da hätte ich hinten lang sollen. Das war ein kleiner Fehler von mir. Musste ich halt einfach abwarten. Ich habe gewartet, bis der T-34 schießt. Oder? Keine Ahnung. Jedenfalls nehme ich ihn raus. Kanone Nummer 6.
Gut. Was haben wir noch? Wir haben den Jagdpanther und die Sioux. Die zwei üblichen TDs. Könnte auch eine Arti sein, scheißegal. Und ja, da sieht man schon, wo die Sioux steht. Wird schon angepinkt. Von mir. Ich weiß auch nicht, was in dem Spiel los war. Immer wichtig, merkt euch die Position. Ich meine, die ist jetzt eingezeichnet, aber trotzdem wusste ich das noch von vorhin, dass sie da steht. Jagdpanda hatte sich eingegraben. Wieso? Jetzt kommt ein Fehler. Da habe ich zu. Kennt ihr das, wenn ihr euch zu sehr, machen wir langsamer, aufs Spiel fixiert? Guck mal, rechts ploppt es auf. Viel zu spät reagiert. Ich war so fixiert auf das Spiel, dass ich die Minimap außer Acht gelassen habe. Und dafür kassiere ich jetzt auch ein. Bam. Aber das war's trotzdem mit ihm. Jetzt ist, wenn man so fixiert ist aufs Spiel, ne? Das passiert mir öfters, leider. Gut, dann war es eigentlich nur noch der Jagdpanther. Aber man hat hier wunderbar gesehen, wie der Light und der Med zusammenarbeiten. Bruce hat sich hervorragend immer schön zurückgehalten. Du brauchst da gar nicht versuchen, irgendein Wettrennen zu machen mit den Jodeljochens. Wenn die draußen sind, kannst du dann als normaler Leitfahrer anfangen, deinen Job zu machen. Ne? Da hätte ich rechts fahren sollen. Na gut, man kann sich auch mal verschätzen. Den Kill wollte ich unbedingt, aber die Sue nimmt ihn mir weg. Gut. Ja, da ich noch bedankt bei Bruce. So schaut's aus. War eine geile Runde. Man hat wunderbar gesehen, wie die Karte auch zu spielen ist. Ja, ganz wichtige Ecke ist hier oben. Wenn du aber merkst, du kommst von hier, fährst darüber auf die Position ist C1, ist die wichtige. Und du fährst hier nur zu zweit, zu dritt rüber, kannst du gar nicht vorfahren. Genau das gleiche gilt vom Süden her. Ich glaube, das waren zwei Panzer, gell? Ja, da bin ich gar nicht erst mitgefahren. Die sind auch dann sofort gestorben da oben. Und dann wichtig, die Jodeljochens dann als nächstes rausnehmen. Ihr könnt hier immer schön stehen für eure TDs, die hier hinten stehen, ein bisschen aufmachen und kein Held sein, gerade im Brugetto. Immer auf die Chance warten, rumpieken, zwei Schüsse setzen, wieder in Deckung gehen. Und so, wenn du noch einen guten Leiter dabei hast, der dann am Schluss hier überall aufmacht für dich, hast ein richtig geiles Spiel. Gut. Jo, das ist momentan der Grund, warum der Brugetto auch so ein bisschen mein Lieblingspanzer ist. Und dem Carnarvon ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Der Carnarvon ist halt ein Heavy. Muss man auch damit zurechtkommen. Ist trotzdem ein geiler Panzer. Ich würde jedem empfehlen, wenn ihr einen guten 8er Heavy sucht, grindet den Carnarvon. Der Brocchetto ist ein klasse Premium-Panzer. Kann ich auch nur empfehlen. Falls es den mal im Shop gibt, holt ihn euch. Gut, ich hatte, glaube ich, ein, zwei Blindshots noch getroffen. Ich hatte, glaube ich, 4, 6 Damage und 6 Kills. War aber natürlich ein Panzer aus dem Brocchetto. Jo, hat Spaß gemacht. Okay, wenn ihr wollt, rechts unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Und wenn ihr Lust habt, schaltet wieder mal ein. Ansonsten, jo, bis die Tage. Ciao, ciao.